Ich starte dieses Video ungeschminkt. Und was heißt das normalerweise? Ja, dass es eine First Impression gibt. Und wenn dich interessiert, um welche Produkte es geht, ich sage nur so viel, ich habe wirklich hier vor mir die neue Essence-Kollektion August 2018 liegen. Bist du genauso gespannt darauf? Dann bleib jetzt dran. Wir werden die Produkte testen, die ich hier gekauft habe, und ich kann auch direkt meine Meinung dazu abgeben. Und wenn dir das Video gefallen hat, kannst du gerne am Schluss einen Daumen nach oben da lassen oder aber auch diesen Kanal abonnieren, damit du keins meiner kommenden Videos mehr verpasst. Und ich würde mal sagen, wir starten jetzt in diese First Impression. World, welcome back and so on. Ja, ich habe es tatsächlich geschafft. Bei mir ist heute der Samstag, der 11. August. Und ich habe tatsächlich hier das neue Essence-Sortiment liegen. Für uns YouTuber, die ihre Sachen wirklich selber kaufen, weil sie nichts zum Testen zugeschickt bekommen, ist es immer sehr mühselig, an die Sachen relativ zeitnah ranzukommen. Ihr seht dieses Video quasi auch jetzt nur eine Woche später. Das heißt also, im Gegensatz zu meinen anderen Videos, sehr, sehr zeitnah. Ich habe mich durch mehrere DM-Filialen hier in Berlin durchtelefoniert, leider Gottes immer mit dem gleichen Ergebnis, dass sie sagten, sie haben die Sortimentsumstellung noch nicht vorgenommen. Die einzige Filiale, wo ich nicht angerufen hatte, warum auch immer, ist die, die bei mir in Zehlendorf auf Arbeit um die Ecke ist. Und da bin ich heute reinmarschiert und habe gedacht, ich traue meinen Augen nicht und habe dann zugeschlagen. Es war nicht jedes einzelne Produkt vorhanden. Leider der Donut Glazed Highlighter oder wie der heißt, der war leider nicht da. Dafür habe ich was anderes. Und ja, ich würde mal sagen, wir fangen jetzt an. So, da sind wir. Wie immer dicht dran am Geschehen. Ich habe noch keins dieser Produkte ausgepackt, geswatcht, probiert, wie auch immer. Das Einzige, was ich ausgepackt habe, das ist aber auch von Catrice, ist dieser Duo Pinsel Sponge, weil ich den schon mal nass gemacht habe, weil ich den gern ausprobieren möchte. Ja, das war das Einzige bisher. Ich sitze jetzt hier mit meinem McDonald's Frappé Kirsch. Diese sind übrigens sehr lecker. Steht jetzt leider schon eine Weile, weil ich bis dato irgendwie satt war und keine Zeit hatte. Okay, ich habe mein Gesicht, wie immer, gereinigt, gepeelt und gepflegt, aber noch nicht geprimed. Das werden wir jetzt machen, und zwar habe ich jetzt zwei Primer hier. Einmal von Essence den All About Matte T-Zone Primer Stick und das Essence Prime Studio. Da gibt es drei verschiedene Versionen davon. Ich habe jetzt die schwarze Version genommen, mit schwarzer Tonerde, mattierend und porenverfeinernd. Porenverfeinernd finde ich ja immer sehr interessant. Das wird ja nun hier heute kein Longwear-Test. Ja? Mache ich noch was? Nee, ich fange jetzt direkt an. Das mal hier auf. Mal gespannt, ob der wirklich mattiert. Ich habe hier so ein, zwei Stellen, die jetzt nicht so schön sind. Aber so. Der riecht gut. Jetzt mattierend ist, kann ich jetzt so nicht direkt sagen. Ich muss mal hier ein bisschen rumspielen. Ich habe ein neues Kamera-Setup. Aber ich finde, die Aufnahme ist super. Man sieht auch hier die Poren, und probieren das mal. Für mich ist bloß der Winkel ein wenig anders. So. Und direkt hier jetzt trage ich mal diesen Pore Minimizer auf. Der wirklich schwarz ist. Er ist grau. Er ist grau.
Oh, der riecht unwahrscheinlich. Der riecht gut. Der riecht richtig gut. Oh, ich kann gar nicht sagen, wonach. Er riecht ein bisschen nach. Oh, der kühlt. Ich hätte jetzt auf den ersten Moment gesagt, er brennt, aber er brennt nicht. Er kühlt. Macht der was? Ihr müsst euch das jetzt, wenn er nochmal zurückspult, müsst ihr euch das mal angucken. Ich habe das Gefühl, der macht was. Und der fühlt sich total irre an auf der Haut, wirklich. Das ist ein ganz komisches Gefühl, aber nicht schlecht. Und also er wird stumpf. Man merkt das jetzt. Oh, ist jetzt kein blumiger Geruch. Ich stehe ja auf süße Düfte. Aber der ist irgendwie sehr, sehr angenehm. Ich habe jetzt hier mein Sponge von Revolution Cosmetics. Das war dieses Duo-Set. Da kann ich euch auch hier die Foundation, das waren die Revolution Pro Drops, nochmal verlinken. Die sind im Übrigen recht gut. So, mal trocknen. So, okay. Das größte Objekt meiner Begierde war natürlich, achso, meine DM-Rechnung im Übrigen. Ja, da waren auch noch ein paar andere Sachen mit bei, die ich gekauft habe. Aber, Moment. So, der Primer hier kostet 3,45. Das sind 30 Milliliter. Und der Matte T-Zone Primer Stick kostet auch 3,45 €. Da sind 5,4 Gramm drin. So, und das größte Objekt meiner Begierde natürlich war. So, gefunden. Und zwar von Essence. Die Hashtag Insta Perfect Liquid Foundation. Ich habe sie in der hellsten Farbe, in der Farbe 10. 30 Milliliter, kosten 4,45 €. War bei DM, sofern ich mich nicht versehen habe, in 6 verschiedenen Farben erhältlich. Ich glaube aber, online bekommt ihr sogar mehr. Das ist aber definitiv die hellste. Bis dato. Ja. Und ich bin mal gespannt, was verspricht sie? Das ist langsam, wenn die Lesebrille kommt, ey. Bam, 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 bam. Flüssiges, leichtes Make-up mit starkem Matteffekt. Für einen perfekten Teint, langanhaltend und wasserfest. Mit anderen Farben mischbar, vor Gebrauch gut schütteln. Ich bin so gespannt. Das ist, sorry, das ist mein Armband vom Urlaub noch. So, was wir brauchen, ist ein Pinsel. Dann nehme ich meinen e.l.f. Ultimate Blending Brush und auf der anderen Seite den Sponge. Und ich gebe das mal auf meine Palette. Und dann schauen wir mal. So, oh. Es ist cremig. Nicht direkt flüssig, es ist cremig. Und ich fange mal. So, und ich fange mal auf der Seite mit dem Pinsel an. Schau mal. Oh. Das ist sehr hell. Sehe ich jetzt gerade so. Okay. Das Problem bei matten Foundations ist oft, dass sie eben, wenn man mehrmals drüber geht, fleckig werden, weil sie eben sofort antrocknen. Es ist sehr, sehr hell. Oh, selbst für mich ist das hell. Ja, ich sage ja immer, ich bin hell, aber nicht weiß.
Aber, okay. Also, ich habe jetzt nur einmal reingedippt, ne? Die riecht, also sie ist parfümiert. Riecht nicht unangenehm, aber kein Geruch, den ich irgendwie zuordnen könnte. So. Wie sieht das Ergebnis mit dem Pinsel aus? Ich weiß nicht. Ich hole euch mal ein Stück ran. Ne, also super schön sieht es jetzt auf Anhieb nicht aus. Okay, die Farbe finde ich gar nicht mal schlecht. Ausnahmsweise wäre ich mal froh, wenn sie vielleicht ein bisschen nachdunkeln würde. Okay, wir probieren mal die andere Seite mit dem Sponge. Da braucht man mit Sicherheit mehr Produkt, weil jetzt ist es weg. So, ja, und da sieht man schon, da kommt man also gar nicht besonders weit mit, wenn man mit dem Sponge arbeitet. Okay. Aber es lässt sich recht gut verblenden. Deckt auch gar nicht so schlecht jetzt ab. Ich mache jetzt aber was anderes. Ich gebe mir das jetzt mal auf den Finger. So. Sehr weiß. Es ist sehr, sehr weiß. Hat aber jetzt keinen unangenehmen Farbton. Ich hätte jetzt erst gedacht, es ist zu gelb. Aber ist es gar nicht. So. Also ihr seht, die Deckkraft mit dem Pinsel ist minimal stärker. Trotzdem ist die Deckkraft gut. Ja, der Geruch ist gewöhnungsbedürftig. Also ich gehe jetzt hier nochmal mit dem Sponge drüber. Vielleicht sieht das... Ich habe endlich mein neues Piercing drin. Also, das Piercing war schon drin, aber einen neuen Stecker. Endlich mal. So. Ja. Es setzt sich leider so gut wie in jede trockene Hautstelle. Jetzt wollen wir mal gucken, ob es wirklich buildable ist. Stand nicht auch was von wasserfest? Strong Matte Effect, Waterproof, Buildable Coverage. Ja. Okay. Mal noch mal was nach. Man möchte gar nicht glauben, dass in der kleinen Flasche 30 Milliliter sind. Ist es aber so. So, bist du buildable? Ja, mein Gott. Auf jeden Fall. Funktioniert sogar sehr gut. Muss ich jetzt mal so sagen. Da soll noch Concealer hin. Eigentlich jetzt nicht so viel Foundation. Also sie lässt sich, wie ihr seht... Oha, ja. Sie lässt sich sehr, sehr gut... Sehr, sehr gut aufbauen. Definitiv. Da brauche ich eigentlich gar nicht mehr groß Spot Concealing oder ähnliches machen. Ich brauche bloß viel Bronzer. Ja. Okay. Ja. Wenn ich mir so angucke, würde ich sagen, dass es trotzdem keine Foundation den ganzen Tag über gut hält. Allerdings sitzt sie... Sie sitzt schon in der Haut. Also kann man jetzt nicht anders sagen. Ist auch nicht schlecht. Will man bei dem Preis aber bitte auch nicht unfair sein. Ja? Es lässt sich verblenden. Sie ist aufbaubar, was ich so in der Form nur bei wenigen Foundations erlebe.
Also aufbauen ist super. Da macht sie sich wirklich sehr, sehr gut. Also, warten jetzt mal kurz. Ich glaube, ich mache mal ganz kurz eine Pause, da ich ja schon so ewig lange hier sitze. Und warte mal, da ja da wirklich steht, Strong Matt Effekt, wie matt die wird. Mal im Moment. Ist sie noch recht dewy, selbst wenn ich die Lichter wegnehme. Oh, ist ja wie hell die ist jetzt, ne? Wahnsinn. Die ist fast ein Tick, also auch für mich ein Tick zu hell. Gut, jetzt bin ich auch im Urlaub noch sehr gebräunt. Wenn man mal meine... Hier. Also, ne, oben, unten. Oben, unten. Dann passt das schon eher. Sie wirkt sehr rosig, obwohl ich sie, wie gesagt, erst als gelbstichig wirklich definitiv eingestuft hätte. Doch, ich glaube, die wird matt. Ich glaube, ja. Wir warten mal noch ein paar Minuten. Ich bin gleich wieder da. Was übrigens auch sehr gut schmeckt, ist der Schwarze Johannisbeere Eis Drink von McDonald's. Der ist auch sehr lecker. Mm. Der ist top. Eine Kalorienbombe ohne Ende, aber einfach nur genial. So, bis gleich. So, ich bin wieder da. Und was man sieht, ist, dass sie ein wenig matter geworden ist, aber ich würde sie jetzt nicht als super matt bezeichnen. Strong matt würde für mich wirklich heißen matt, matt, matt. Und ich habe noch mattierenden Primer drunter. Ja? So, also soll waterproof sein. Das heißt, sie dürfte nicht abfärben. Tut sie auch nicht. Das ist schon mal gut. So, zeige ich das jetzt aber nochmal, ein bisschen näher, was ich meine. Ne? Also sie sitzt hier nicht so super schön auf der Haut. Da ist eh eine trockene Stelle, ne? Aber das erscheint so ein bisschen... Kriselig. Okay. Also für sehr trockene Haut würde ich sie jetzt zum Beispiel nicht empfehlen. Ich habe schon eine trockene Haut, aber also wenn jemand eine trockene Haut hat als ich, wo auch mehr, sage ich mal, so Schüppchenbildung sind, da wäre sie meiner Meinung nach jetzt nicht geeignet. Okay. Kommen wir mal zum nächsten interessanten Teil, und zwar zum Concealer. Da gibt es nämlich zwei neue von. Und zwar einmal den Camouflage Matte Concealer, der auch Tattoos abdecken soll, und den Waterproof Camouflage Healthy Glow Concealer. Und die haben gekostet jeweils 2,75 Euro. Und wir machen das jetzt einfach mal. Ich nehme mal den matten Concealer Tattoo Covering für die Seite, weil hier. Und das machen wir mal als erstes. Das sind beides die hellsten Farben. Der Matte ist aber etwas weißer. Ich möchte fast bezweifeln, dass das funktioniert. Aber gut. Gut, müsste jetzt ein Ton dunkler sein für meinen Arm. Naja, da leistet, ich wische das mal wieder ab, die Dermacool Foundation wesentlich mehr, was das angeht. Da wird es noch ein Video zu geben. Ich nehme den jetzt aber auch hier auf der Tattoo-Seite, dass ich mir das merken kann. Ich packe den jetzt mal auf. Die Farbe finde ich im Übrigen sehr, sehr schön. Manche fragen mich, warum ich manchmal bei solchen Sachen keinen Longwear-Test mache. Das kann ich euch sagen.
weil ein Longwear-Test immer unter den gleichen Voraussetzungen ausfallen muss. Also die Foundation, die ich teste, teste ich mit von mir erprobten Pudern, Primern etc., um immer ein gleiches Ergebnis zu erhalten. Ich habe jetzt hier komplett neue Produkte, das heißt, ich weiß ja gar nicht, wie die Produkte im Einzelnen sind, ob ein Produkt alleine mit meinem normalen Puder vielleicht 1000-mal besser funktioniert. Und das ist der Grund, warum ich hier in der Kombination keinen Longwear-Test machen kann. Das müsste ich dann mal gesondert machen. Der Concealer deckt im Übrigen am Auge sehr gut. Und der erscheint mir auch deutlich matter als die Foundation, auch wenn sich jetzt das Licht da drin fängt. Aber ihr seht, das sieht sehr schön aus. Das ist richtig gut. Wenn er sich dann auch tagsüber gut macht, der setzt sich auch nirgendwo rein. Also ganz gleichmäßig. So, auf der anderen Seite nehmen wir jetzt mal trotz Farbunterschied den Camouflage Healthy Glow Concealer. Der ist, wie gesagt, ein kleines bisschen dunkler. Oh, ein kleines bisschen ist gut. Und das ist von der Sorte die hellste Farbe. Warum macht man da nicht die gleichen Farben? Kann mir das einer erklären? Also, okay. Würde von der Farbe her gehen, fast zu dunkel für die Foundation. Also die hellste Farbe eines Concealers muss meiner Meinung nach heller sein als die hellste Foundation aus der Serie. Aber gut. Kann ich jetzt einen Unterschied feststellen? Der glänzt ein bisschen mehr. Aber er ist jetzt nicht so glowy, wie ich mir das gedacht hätte. Und der hier, der matte, brennt am Auge. Stelle ich jetzt gerade fest. Okay. Der matte wirkt witzigerweise extrem natürlich, während die Seite hier leicht pappig wirkt. Okay, aber farblich ist es jetzt, ist es okay. Sehen beide schön aus. In der Kamera sieht man jetzt keinen großen Unterschied. Ja, also super matt wird der auch nicht. Und der ist jetzt nicht super glowy, wie ich es mir vielleicht gedacht habe. Setten werde ich das Ganze allerdings mit meinem ganz normalen All Matte Plus von Catrice. Weil ich das immer so mache. Fürs Gesicht habe ich gleich einen anderen. So. Setten wir das Ganze mal. Jetzt habe ich das Teil hier gar nicht ausprobiert, ne? Ich meine, okay. Der macht sich genauso bescheuert, wie ich mir das gedacht habe. Der ist ja, wie gesagt, von Catrice, ne? Also. Ja. Gut. Braucht man nicht. Braucht man nicht. Verblenden tue ich ja, wie gesagt, sowieso mit dem Sponge. Und jetzt blende ich das wie immer mit dem Finger ein. Weil das Ergebnis einfach dann schöner wird. Ja, also die Seite sieht unmöglich aus. Der Matte ist top. Der Glowy ist flop, möchte ich jetzt nicht sagen, aber nicht so wie gedacht. Und sieht sehr, sehr nach Make-up aus. Extrem. Also, in der Kamera mag das gut rüberkommen. In echt ist der sehr pappig, während der Matte hier wirklich, den finde ich super. Der sieht schön aus. Der sieht wirklich richtig, richtig gut aus. Da bin ich echt, ich möchte sagen, geflasht. Während der andere jetzt nicht so doll ist. Ja, also hier ist jetzt der Matte. Und der ist hier sehr, sehr pappig. Also, ich weiß nicht.
sieht man so gar nicht so unbedingt. Auch wenn die Kameraaufnahme top ist, aber ja. Also den Glow, Healthy Glow würde ich jetzt so, zumindest jetzt auf diesem Make-up, wie ich es jetzt in der Konstellation gemacht habe, jetzt nicht unbedingt empfehlen. Während der Matte wirklich schön ist, natürlich aussieht und jetzt nachdem es abgepudert ist, sind sie eh beide matt. So, wir kommen weiter zum Essence All About Silky Matte Fixing Powder. Becker hat es vorgemacht. Die violett-rosé getönten Puder. Essence hat es jetzt auch. Und der soll fürs ganze Gesicht sein. Ein natürliches Finish versprechen. Mhm. Okay. Ist der jetzt so rosa? Oder hat er mir gerade die Deckkraft meines Make-ups geklaut? Der ist ja rosa, ne? Hat man eben sofort gesehen, ne? Würde ich jetzt mal so behaupten. Ich hätte jetzt trotzdem das ganze Gesicht damit. Der ist ja rosa. Ich hätte nicht gedacht, dass die Pigmente so in der Kamera jetzt rüberkommen. Das sieht zum Beispiel im Spiegel jetzt hier gar nicht so aus. Aber ihr seht, ne? An der Stirn habt ihr es eben direkt gesehen, wie rosig das wurde. Was ich jetzt nicht schlimm finde. Also ich muss sagen, ich finde das Finish hier gerade extrem gut. Macht mich aber jetzt auch nicht braun, das Auge brennt im Übrigen immer noch. Warum kann nicht der hier brennen? Der schlechtere, warum brennt der bessere? Ja, aber wenn er mattiert, ist das klar, da müssen Stoffe drin sein, die verdunsten. Ansonsten, ich gehe jetzt hier nochmal lang. Ansonsten würde er nicht matt werden. Ist klar, aber der rosa Puder ist... Der fasziniert mich jetzt gerade irgendwie. Und er hat das gesamte Make-up wirklich maximal verbessert. Definitiv. Also, selbst das sieht jetzt hier gar nicht so schlimm aus, aber wie gesagt, es sieht, wie sagt man so schön, sehr... sehr geschminkt aus, sehr Make-up-y. Also man sieht das, was abgedeckt wurde. Jetzt sieht das, glaube ich, sehr gut. Ich bewege. Das hier wirkt extrem abgedeckt. Und das hier immer noch natürlich wirkt. Ja, und wenn man dicht rankommt, dann sieht man eben, dass hier ein Full-Coverage stattgefunden hat. Und das hier immer noch samtig und natürlich wirkt und trotzdem gut abdeckt. Also meine Empfehlung ist in dem Fall definitiv, der Matte, ja, auch bei, wie ihr jetzt seht, Ü30, ja, trotz allem. Ich bin ja trotz Ü30 ein Fan des Concealer-Settens. Ganz ehrlich, der Puder hat das alles jetzt in der Kombination voll rausgerissen. Es ist immer noch ein Tick zu hell, wie gesagt, ich werde mir auch ein oder zwei Farben dunkler dazu kaufen, um die zu mischen. Aber der Puder hat das Ganze eben echt zu einem schönen, natürlichen Make-up gewandelt, was jetzt auch nicht mehr in den trockenen Hautstellen sitzt. Bin ganz fasziniert. Also die Kombination und vielleicht zusammen mit dem Primer, aber ich glaube, daran liegt es jetzt nicht. Die Kombination kann ich nur empfehlen. Definitiv. Das muss man sich mal merken. So, was ich jetzt nicht habe, ist Rouge und Bronzer. Fällt mir da jetzt gerade mal auf. Habe ich beides nicht da. Nehme ich jetzt was anderes. Muss das Gesicht jetzt eh nachbräunen. Der ist allerdings auch von Essence. Der Sun Club Matte Bronzing Powder, aber der ist nicht neu. Und jetzt dem Ganzen mal ein bisschen Farbe. Hier auch jetzt einen Übergang irgendwie mal zu schaffen. So. Ja,
Sieht doch gleich besser aus. Gesicht ist trotzdem super hell, aber das macht jetzt nichts. Und Rouge nehme ich jetzt mal von Essence. Oh, meine kaputte Dose auch noch aus Anfängertagen bei YouTube. Ah, so. Nehme das jetzt mal als Rouge. Einfach um das Gesamtbild, ne? Wirken zu lassen, weil sonst ist das ja doof. So. Ich hoffe, dass die Klappe von dem Armband stört euch nicht. Mich stresst das gerade total. Aber ich krieg's jetzt so ohne weiteres nicht ab. Ohne es durchzuschneiden. Okay. Kann man, glaube ich, so stehen lassen. Sieht gut aus. Finde ich jetzt. Ich möchte gerne eure Meinung dazu hören. Egal wie die ist. Ich akzeptiere alles. So. Das haben wir. So. Was ich, wie gesagt, leider nicht bekommen habe, ist der Glazed Donut Highlighter. Den gab es nicht. Den meinte, sie werden ihn auch nicht reinkriegen wahrscheinlich. Den gibt es nur online. Dafür habe ich von Patrice in dem Fall den Arctic Glow Highlighter gekauft. Der sieht sehr interessant aus. Und den kannte ich bis jetzt noch nicht. Jetzt gucken wir mal, was der macht. Ob er was macht. Oh ja. Oh. Nicht super stark. Aber ja, ein leichter violetter Schimmer, fast schon holographisch, aber angenehm, sehr angenehm und hebt nicht die Porigkeit hervor. So, ist zwar von Catrice, aber der Arctic Glow hat bei mir jetzt gerade schon mal gewonnen. Bei Highlighter heben bei mir ganz oft, da ich eh eine grobporige Haut habe, das noch hervor. Und das tut er gar nicht. In keinster Weise. Nein. Das sieht sehr schön aus. Machen wir weiter. Was ich auch nicht habe, ist ein Augenbrauenprodukt, aber das brauche ich eh so gut wie nie. Ich habe noch was anderes. Das gucken wir uns mal erst zuerst an. Da habe ich alle vier neuen Holo Powder aus der My Must Haves Serie gekauft, ohne zu wissen, was das jetzt eigentlich ist. Ist das jetzt Lidschatten? Ist das Highlighter? Lidschatten und Highlighter. Ah, und zwar haben wir hier einmal die Farbe 02 Cotton Candy. Rosa beige schimmernd. Achso, wartet mal, ich habe doch meine Paletten hier. Oh, da habe ich auch nicht mehr viel Platz drin. Genau noch jeweils zwei Plätze. Da muss ich das vielleicht bei Gelegenheit mal umsortieren. So, also Cotton Candy. Zack. Dann haben wir den hier, diesen violetten, würde ich mal sagen. Das ist die Farbe Holo Kiss. In der Farbnummer 03. So ähnlich wie der Arctic Glow Highlighter. Warum habe ich die gekauft? Weiß ich nicht. So, da haben wir die hier drin. Dann habe ich hier noch zwei Plätze in meiner anderen Palette. Davon werde ich mir noch mal einen zulegen. Dann haben wir diesen grünlichen Ton. Das ist die 04 Mint Muse. So, wie sieht aus hier bei mir? Ja, sehr grün. Den hätte ich jetzt vielleicht wirklich nicht gebraucht. Und ich habe doch keinen Platz mehr frei, weil ich gar nicht gesehen habe, dass hier das Schwarz drin ist. Okay. Also haben wir einen über. Und zwar ist das der hier, die Nummer 01 Honestly Me.
sehr goldig aus. Ist er auch. So. Der ist jetzt über den, mach ich jetzt damit. Hatte doch irgend noch eine andere Palette. Keine Ahnung. Ich pack den jetzt erstmal wieder ein und lass den jetzt hier liegen. Alles voller Müll hier. So, was ich noch gekauft habe. Lidschatten. Und zwar die beiden neuen Paletten. BN Original. Farben bombastisch. Erstmal von der Optik. Das hier, die Farbe ist super. Und dieses Orange. Oh. Interessiert mich auch total. Und dann habe ich die Palette Make Your Own Magic. Das erinnert mich an eher eine klassisch gehaltene Palette. Mit klassischen Tönen. Hier ein bisschen so Aprikot. Bisschen Grün. So alles einmal vertreten. Die werde ich jetzt nicht benutzen. Denn zu denen werde ich entweder irgendwie gemeinsam oder getrennt jeweils nochmal ein Augen-Make-up schminken. Es wird mal wieder Zeit. Das letzte Augen-Make-up war meine Zodiac-Palette. Kann ich euch hier nochmal verlinken. Könnt ihr reingucken. Wir benutzen jetzt die Schere. Essence Follow Your Heart. Eyeshadow-Palette. Oh, da ist eine Folie drüber. Und die sieht so aus. Wunderschöne Allround-Töne. Damit werde ich jetzt auch was schminken. Ich habe mir hier nochmal von Essence 2 Lidschattenpinsel mitgenommen. Die Eyeshadow-Paletten kosten im Übrigen, kann ich euch gleich sagen, die Original Eyeshadow Box und die andere Box jeweils 3,95. Was ist das hier? Follow Your Eye. Ach so, das ist die Palette für 6,95. Kann man nicht meckern, sind 9 Farben in relativ großen Pans. Also manchmal sind die Pans ja so super klein, aber die hier sind relativ groß. Und wir suchen uns mal einen Transition Shade. Und da entscheide ich mich mal für den Schuss Latte. Oh, da kommt sehr viel Produkt runter. Holla! Als Transition Shade fast zu kräftig. Und dafür, dass das hier ja kein Profi-Pinsel jetzt ist. Die Pigmentierung scheint, also zumindest jetzt hier bei der ersten Farbe, ist die Pigmentierung super. Allerdings auch viel, viel Fallout, ja. Also viel Staub, nicht viel Fallout, viel Staub. Fallout habe ich jetzt hier nach dem Ausklopfen so gut wie gar nicht im Moment. Die Pinsel sind nicht die softesten, aber sie nehmen gut Farbe auf, also ich bin erstaunt. Ja, ein Augen-Make-up schminken so spontan ist für mich ja immer ein Drama. Die Farbe in dem Pinsel haftet gleich, ne? So. Allerdings lässt sich die Farbe schon mal sehr gut verblenden. Ich gehe jetzt aber mal hier in das White On. Das ist ein leichter, glitziger Rosé-Ton und blende mir jetzt hier nochmal den Übergang ein bisschen aus. Ich wollte jetzt eigentlich gar nicht so ein kräftiges Augen-Make-up schminken. Ist gar nicht drauf vorbereitet. Okay. Dann brauche ich ein paar andere Pinsel. Weil so komme ich nicht weit. Ist ja nicht, dass wir keine Auswahl hätten, ne? Nur ist ja nicht.
ist ja alles vorhanden. Welchen Ton nehme ich? Also entweder, ich weiß nicht. Der hier. Mojabin. Oder Jet Set. Weil der ist so dazwischen. Und die beiden werden mir zu dunkel zusammen. Ich nehme erstmal hier Mojabin. Und dann schaue ich mal, was wir machen. Dafür nehme ich jetzt aber meinen guten Mac 224. Oh ja, auch hier sehr pudrig. Dann gebe ich mir jetzt auf den also äußeren Augenwinkel. Verblende den ein wenig. Okay, der ist gar nicht so braun, wie ich jetzt dachte, oder kommt einfach auf dem Untergrund jetzt nicht so hervor. Die andere Seite und dann schauen wir mal. Gleich nochmal einen anderen Pinsel nehmen. Bin ja nicht so der Profi in Augen-Make-ups, ne? Muss ich ja einfach mal gestehen. Ich brauche mal einen kleinen, schmalen Pinsel. Und intensiviere das Ganze jetzt einfach nochmal. Fallout haben wir immer noch nicht. Nee, der ist einfach, der ist zu hell. Er ist zu hell. Ist aber nicht schlimm. Ich gehe jetzt in den Schokoholic. Seht ihr das? Das mag ich eigentlich gar nicht. Aber die sind alle so. Alle Farben hier sind so. Immer das Gleiche. Gut. Und intensiviere mir jetzt hier einfach die Seite. So. So. Na. Das wird doch schon eher was jetzt. Ausblenden. Oh. Und diese Übergänge. Der Wahnsinn. Echt. So. Andere Seite. Das Problem ist, wie gesagt, immer bei mir, bei Schlupfliedern, dieses Einarbeiten. Weil man eben keine echte eigene Lidfalte hat, beziehungsweise die eigene Lidfalte viel zu tief sitzt. Ja. Dann ist man immer ein bisschen mit den Looks eingeschränkt, aber es geht. Also, man gewöhnt sich dran oder macht halt, wie ich es eigentlich immer gemacht habe, keine Augen-Make-ups. So. Das hat doch was. So. Und jetzt gehe ich in den Ton Jet Set. In diesen glitzernden. Und bete, dass der so ist, wie ich mir das vorstelle. Ich habe da hier einen Spiegel, den könnte ich ja mal benutzen, oder? Ja. So, auf den beweglichen Lid alles drauf. Jetzt hellen wir oben die Braue unten mit diesem Rosaton hier auf Tickled Pick. Fallout ist super, also Fallout ist super, ja. Nein, es ist kaum Fallout vorhanden. Jetzt ein bisschen, aber vielleicht noch nicht so gut abklopfen. Und jetzt gehe ich nochmal in Mojabin für den unteren Lidrand. Weil sonst ist mir der Kontrast zu oben einfach zu stark. Das sind wirklich Farben, die sind alltags- sowie auch abendtauglich.
Also definitiv, die Palette ist top, die Qualität ist top, die Pigmentierung ist top. Follow Your Heart. Ich glaube, es gibt auch noch eine zweite davon. Ich weiß jetzt nicht, wie die heißt. Die habe ich auch nicht gekauft. Top Palette. Definitiv. Pigmentierung, Fallout. Also nicht vorhandener Fallout. Alles top. Ich ziehe mir jetzt schnell einen Lidstrich und dann machen wir weiter mit der Wimperntusche. So, Lidstrich ist gezogen. Augenbrauen habe ich mir nochmal nachgezogen kurz. Ja, immer noch, wie gesagt, das Make-up dunkelt bei mir offensichtlich nicht nach. Für den Winter wäre die Farbe bei mir wahrscheinlich ideal. Jetzt ist sie gerade wirklich etwas hell. Egal. Ich habe jetzt hier zwei Wimperntuschen. Den Lash Tinting Complex, I Need a Miracle, Voluminizing und Strengthened Mascara. Unglaubliches Volumen mit jedem Bürstenstrich. Ich bin jetzt mal auf der besseren Seite, auf der Matt-Seite. Der im Übrigen nicht mehr brennt und optisch, wie gesagt, immer noch für mich die bessere Variante ist als zu dem pflegenden Concealer. Healthy Glow, ganz ehrlich. Und dann habe ich Volume Hero Mascara Waterproof. Die soll auch neu sein, wobei die Volume Hero, weiß ich nicht. Keine Ahnung, die bin ich jetzt auf der rechten Seite. Nein! Ich hasse Gummibürsten. Ich hasse sie. Die Pest. Was soll die machen? Volumen, okay. So. Also sie hebt die Wimpern erstmal gut. Das kann ich jetzt so schon mal sagen. Da war ich jetzt gerade sehr erstaunt. Und jetzt nehmen wir auf der anderen Seite die... Ah, die hat aber wenigstens eine normale Bürste. Die soll auch Volumen machen. Mal gucken, ob wir jetzt einen Unterschied feststellen. Ganz ehrlich, ich muss immer gestehen, so ziemlich jede Mascara macht... Jetzt habe ich gekleckert. Nein. Macht das Gleiche. Ich habe gekleckert. So. Seht ihr jetzt einen Unterschied? Ich weiß nicht. Ich sehe gerade keinen. Nochmal. Zweite Schicht. Auf jeden Fall verklumpt sie nicht. Zumindest nicht so doll. Das finde ich schon mal gut. Okay. Jetzt würde ich sagen, sieht man was? Ja. Okay, das lasse ich mal gelten. Jetzt ein Unterschied. Ich würde fast sagen, die ist besser. Schreibt es mal in die Kommentare. Ich finde, hier sieht man den besseren Unterschied, weil mehr geliftet und mehr so. Und das hier ein bisschen wurstelig wirkt. Ja, Bürste schön, Verpackung schön. Ergebnis, naja, ich hasse wasserfeste Mascara, ich hasse Gummibürsten, aber tolles Ergebnis. Vielleicht kombinieren, keine Ahnung. Auf jeden Fall die Volume Hero Waterproof. Es ist auf jeden Fall besser. Würde ich jetzt mal so beurteilen, ganz ehrlich, ja. Gut,
Wir sind fast durch. Ihr seid fast erlöst. Ich habe 2 Lippenstifte noch. Für mich ja ein eher seltener Moment, dass ich Lippenstifte kaufe. Ich habe gleich 2 gekauft, zwar von Essence. Das ist allerdings die Wanted Collection. Das ist mit Sicherheit eine Limited Edition. Und zwar sind das, das wäre es für die liebe Taylor vom Kanal Tataylor. Das sind Marvel Lipsticks. Welchen Sinn das jetzt hat, weiß ich nicht. So, jetzt wollte ich... Mist. Jetzt, ich hatte mir eigentlich vorgenommen, den hier zu nehmen. Den violetten. Der sich jetzt so gar nicht mit meinem Augen-Make-up beißt. Kann ich aber mal für euch swatchen. So. Und zwar sieht das dann in etwa so aus, aber das wird ja so auf den Lippen nicht bleiben. Vor allem würde ich das jetzt gerne machen, ohne alles voll zu schmaddern. Das heißt, ich brauche mal einen Lippenpinsel. Ich werde mir jetzt vorab wie sieht der aus im Vergleich? Ja. Jetzt vorab einfach mal eine Kontur damit ziehen. Ich hatte erst noch überlegt, auch diese neuen Lippenstifte, Lipglosse zu nehmen. Aber dadurch, dass die alle metallisch sind, war das jetzt nicht so meins. Okay. Also ich brauche definitiv einen dunkleren Konturenstift, weil die Farbe... Die Farbe ist zu meiner Haut unmöglich. Das geht gar nicht. Besser. Gut. Ja, die Optik ist witzig, aber es ist irgendein Lippenstift und ich möchte mich jetzt auch gar nicht damit sehen. Es ist jetzt nichts Besonderes. Gleich wie frisch man wieder aussieht, ne? Gut. Die Farbe ist für mich gar nichts. Den Violetten werde ich jetzt nicht auftragen. Ja, würde so zu meinen Nägeln passen, aber jetzt nicht zu meinem Augen-Make-up. Da fällt mir ein, da fehlt gerade was. Genau, denn ich hatte mir noch ein Melted Chrome Eyeshadow gekauft. Ich jetzt nicht benutzen, aber wow, cool. Oh. Also erstmal die Farbe und wenn man darauf fest, ist das wie, das ist wie Samt. Okay. Wenn ich das jetzt so sehe, hätte ich vielleicht doch die Lippenstifte nehmen sollen. Die metallischen. Wow. Wahnsinn. Ich weiß, das ist Lidschatten, der ist eigentlich nicht für die Lippen, aber um das Bild jetzt mal zu komplettieren. Mache ich das einfach mal. Da ist es immer. Geht nicht, gibt's nicht.
Wobei, wenn ich so genauer darüber nachdenke, bezogen auf einige Situationen in meinem Leben, ein äußerst bescheuerter Satz. Weil ja, auch irgendwann geht es nicht mehr. Okay. Ich ganz ordentlich für, ich brauche jetzt mal schnell eine Lippenfarbe. Ich mische das jetzt aber gerne mal. Wow. Was für eine Farbe. Okay, dann das ist die einzige, die ich davon gekauft habe. Wow. Ich glaube, die werde ich mir nochmal auch in den anderen Farben holen. Der Melch Chrome Highlighter kostet 2,95 und ich habe hier die Farbe 06 Copper Me. So. Wie macht sich die Foundation? Ich sitze ja schon eine Weile hier jetzt. Und habe ja auch viel geredet. Gut. Setzt sich, ne? Also hier zeichnen sich. Ne? Hier zeichnet sich die Linie zwischen etwas ab. Die Poren finde ich persönlich nicht kaschiert. Trotz Primer. Also, ne, auch hier nicht. Wobei hier habe ich den Porenverkleiner ja gar nicht benutzt. Hier hatte ich den Stift, aber hier halt. Ja. Aber die Foundation ist jetzt nicht schlecht. Sie macht jetzt nichts, was eine andere Foundation nicht macht. Sagen wir es mal so. Im Moment. Müsste ich, wie gesagt, beim Longwear-Test nochmal erweisen. Also wie gesagt, das war jetzt die Foundation in der hellsten Farbe 10 und der Puder hat das Ganze wirklich rausgerissen. Ich muss mal gucken, ob wieder auch mit anderen Foundations funktioniert, die ich vielleicht persönlich nicht so mag. Ob der das auch so rausreißt. Macht ein super schönes, frisches Hautbild. Das steht auch, glaube ich, hier drauf, ne? Seidig, weich, kompakt Puder perfektioniert dein Make-up, markiert, fixiert und zaubert gleichzeitig einen gesunden, natürlichen Glow auf die Haut. Für alle Hauttöne geeignet. Das stimmt. Man hat es an der Stirn gesehen. Ich werde es nachher selber nochmal zurückspulen und mir angucken. Ich muss das Video ja eh bearbeiten. Und der macht ein super tolles Hautbild. Löst der jetzt meinen besten Puder der Welt ab? Schaut da mal rein. Das sieht echt gut aus. Wobei ich die Foundation, wie gesagt, nicht als super matt empfinde. Aber der Look passt zu meinem Shirt. Ja. Nicht schlecht. Die Nägel passen jetzt gar nicht dazu. Ja, wie gesagt, dieser bräunliche Lippenstift, der ist die Farbe Tod. So in etwa. Zombie Nation. Never Desert You, ja. Der hier, die Farbe, wie gesagt, die finde ich gut. Ist schön. Man dann nochmal getrennt probieren. Habe ich jetzt was vergessen? Habe ich euch irgendwas nicht gezeigt? Das Ding steht immer noch hier. Ich glaube nicht. Also, ich glaube, ich habe nichts vergessen. Ich habe euch alles gezeigt. Ja. Also, soweit mein Fazit. Produkte im Durchschnitt. Gut. Volume Hero Mascara Waterproof besser als die andere. Der Highlighter ist schön. Foundation bis dato gut. Mehr kann ich erstmal nicht sagen. Auf jeden Fall buildable. Die Chrome Lidschatten top. In der Pigmentierung die Lidschattenpalette top. Kaum Fallout. Bisschen sehr staubig, aber so gut wie kein Fallout. Puder hatte ich gesagt, den auf jeden Fall probieren. Den Bronzer, wenn ihr den noch bekommt, seht ihr ja bei mir, der ist nicht zu orange. Das ist der Sun Club Matte Bronzing Powder in der Farbe 01 Natural. Ist auch sehr gut. Primer kann ich nichts zu sagen. Den würde ich mir wahrscheinlich jetzt nicht nochmal nach kaufen, weil ich habe jetzt nichts gespürt dabei.
während der einfach ein cooles Gefühl was in das Monster auf der Haut hinterlässt. Muss ich mal sagen. Also im Allgemeinen aber trotzdem kein super mattes Ergebnis, weil es hätte super matt sein müssen. War es jetzt nicht. Trotzdem gut. Ach ja, und das Teil hier von Catrice. Vielleicht höchstens was für die Handtasche. Ja, das war's dann aber auch schon. Und die Holo-Powder, die einzelnen. Ja, warum habe ich die gekauft? Keine Ahnung, weil sie neu waren. Wenn ihr Highlighter-Paletten besitzt, braucht ihr euch die nicht kaufen. Oder umgekehrt, wenn ihr noch keine Highlighter-Palette habt, dann kauft euch die vier, stellt euch eure eigene Palette zusammen, wie ich das hier auch mache. Und dann habt ihr Highlighter bis ans Lebensende. Also der Arctic Glow, der ist sehr, sehr schön, kommt aber dem Holo Powder 03 Holo Kiss von der Farbe sehr, sehr nahe. Ich glaube, wir sind durch. War ja auch jetzt nicht super kurz. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Freue mich über eure Kommentare, über eure eigenen Erfahrungen, wenn ihr die Produkte schon getestet habt. Und würde mich freuen, wenn wir uns zu meinem nächsten Video wiedersehen. Und ich sage wie immer, did you know? Thanks for watching. Bye bye.